Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 oder FIFA 14. Ist doch egal, ist dein Fußballspiel. Okay, willkommen zurück, Freunde. Wir spielen heute gegen Union Berlin. Gegen Eisern Union. Und ach cool. Das ist ja cooles Trikot. Nice, das nehmen wir gleich mal. Ist immer noch die kränkliche Aufnahme, wie gesagt. Nam, 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 nam. Es wird, glaube ich, auch noch eine danach noch sein, weil drei bis zu fünf komme ich ja nicht mehr. Gibt's da Probleme, ne? So. Was ich jetzt mal mache, ist mal ganz kurz. Wo ist er denn? War das der? Nee. Wartet mal, ich suche mal gerade einen Spieler. Scholau. Nee, nee. Amedic, wartet mal. Amedic. Amedic, tue ich mal. Heute mal rein, weil er einen Einsatz verdient hat. Hat er schon angesprochen, deswegen tue ich den mal einfach mal rein, Amitik. Bekommt er heute mal einen Einsatz. So, wir spielen im wunderschönen Paderborn. Halbprofi 4 Minuten Heiter, das ist sehr schöne Bedingungen für ein Fußballspiel. Vorher noch ein paar Schießübungen mit mir. Oh, sogar der Pfosten. Aber nochmal einen Pfosten treffe ich nicht, ne? Nee. Hätte mich auch gewundert. Na gut, ich halt mal weiter. Das wollt ihr ja nicht sehen. Ihr wollt ja Fußball sehen. Und es geht wieder los hier im wunderschönen Stadion von Paderborn. Ach, ich lieb das immer. Sieht immer so schön aus. Was zwar nicht schön ist, ist mal weiter in mein Husten, aber. So, okay. Paderborn in Schwarz. Jetzt rede ich schon in Sächsisch und wollte gerade Paderborn sagen. Nein, wir müssen ja ordentliches Deutsch reden. Als Sächse. Nee, das war falsch. Warte mal. Als Sachse. Genau, als Sachse muss man ja auch ordentlich Deutsch reden können. Als Sechser, Fall. Als Sachse muss man ordentlich Deutsch reden. Ist ja so, eigentlich ist ja auch so in der Schule, ne? Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder auf das Thema hier komme. Okay, bekommen wir jetzt ein. Ach geil, bekommen wir 11 Meter. Ach Alter, wie geil ist das denn? Sag dir geil, mit dem wird ich gar nicht schießen, oder? Ach komm, sag dir, komm, den machst du. Rechts unten rein, na komm. Nein! Der Sack hat's geahnt, das gibt's doch nicht. Alter, wie kann man den erahnen? Gut, das ist die KI hier. Na gut. Den hat er gehalten. Was heißt das für uns? Flanke rein. Boah, Alter! Das war doch wieder schon wie im letzten Spiel, wo er hier sich durchgekämpft hatte, mehr, oder wer das war? Hohoho, alter Schwede. Also eins muss man lassen, den Paderborner, also Mumm haben die, ne? Die können schon Fußball spielen. Das setzt es ja auch gerne unter Beweis, wie man sieht. Ich bin sogar eigentlich sehr gut bei FIFA, also wer Paderborn oder so, wer nicht weiß. Wenn er in der 2. Liga anfangen soll, ja nicht Köln, auf gar keinen Fall Köln, wenn ihr ein Let's Play macht oder so. Fangen mit solchen Vereinen an, wie oder wie Paderborn, wie Union Berlin oder was weiß ich. Kaiserslautern geht glaube auch nur als großer Favorit. Mit denen steigt er sicherlich schon mal auf. Fürth weiß ich jetzt nicht, dass ihr Fürth nehmen sollt, aber keine Ahnung, ist euch überlassen. Ich rede euch ja nichts nicht ein, das ist ja
Es fehlt ja noch, dass ich euch was einrede. So schlimm wird's ja nicht. So. So, gegen Union Berlin haben wir ja immer unsere Schwierigkeiten eigentlich, oder? War da nicht immer gegen Union? So gut, ist zurzeit so viele Vereine, gegen die wir gespielt haben, also da komme ich bald mal hinterher. Aber wir sind ja bald durch mit der ersten Saison. Dass es für den Aufstieg reicht, weiß ich nicht. Also Relegationsplatz könnte ich mir schon vorstellen für unsere Paderborner, aber einen direkten Aufstieg, ne, weiß ich noch nicht. Müssten wir besser spielen und jedes Spiel eigentlich als gewinnen. Und ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Klar, man sollte sich nie immer darauf verlassen. Aber glaube ich nicht dran. Weiß ich nicht. Kann ja natürlich gut möglich sein, aber ich glaube, wir landen am letzten, also nicht am letzten Platz, auf dem 5. oder so. Oder 7. keine Ahnung. Aber jetzt haben wir das erste Tor geschossen mit Franjic. Mit der Nummer 8 in der 32. Spielminute. 1-0 für unsere Paderborn. Ich finde schon mal lustig, wenn solche zum Beispiel wie Pep Guardiola von FC Bayern oder Trainer, wenn die sich dann immer Mühe geben beim Reden oder so. Der ist nicht mein Spieler, er ist bei Favorite. Ich hänge da nur immer in E dran, ne? Favorite ist ein Fußballspiel oder so, keine Ahnung. Kann ich nicht. Boah, das war ein schöner Schuss, aber zu ungefährlich. So, naja gut. Da haben wir wieder Wurz. Meha. Werdet über die Außenseite. War zum Ball. Nein! Ach du Sack ist nicht, das gibt's doch nicht. So, Union probiert's auch mal. Über Matuschka. Bloß nicht zur falschen Situation lassen. Aber unsere Paderborner passen sehr gut auf. Sind hellwach. So wollen wir sie sehen. Immer bereit für Tore, immer bereit alles zu geben für ihre Mannschaft. So, Halbzeit 1-0 Führung für unsere Paderborner. Sehr schön. So wollen wir das sehen. Und ach nee, es war ja kein Elfmeter. Den Elfmeter haben wir ja verschenkt. Na gut, aber wir haben ja das 1-0 gemacht. Durch eine Flanke oder so. Da haben wir reingeköpft, glaube ich. Na, guckt euch in der Wiederholung an. Wie gesagt. Da ist es drin. Der Tor. So ein 2-0 wäre jetzt aber sicherer natürlich für die Mannschaft. Auch für mich. Weil Union sind ja gerne mal bereit, ein Ergebnis wieder zu korrigieren. So, aber das dürfen wir ja nicht zulassen hier. Weil sonst wird's teuer. In der Kasse von Paderborn. Nein! Ach, leck mich doch am Finger. Das gibt's doch nicht. Das ist doch scheiße. Kaum rede ich wieder so einen Scheiß und dann passiert schon wieder Gegner. Das darf doch nicht wahr sein. Alter. Boah, ich sollte mehr ja spielen. Weniger labern. So. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich für unsere Mannschaft. Ich hoffe, jetzt passiert nicht ein 2-1. Ja, ich halte schon die Klappe. Meine Güte. So, mehr. Über die Außenseite. Sag nicht, haben wir da. Hat sich die Kugel noch erobert, aber da war der Spieler schneller von Union.
haben wir wieder alle Möglichkeiten der Welt. Oh, Alter! Der war gar nicht mal ungefährlich. Gar nicht mal so schlecht. Muss ich ja mal zugeben. Nächste Chance, nächstes Glück. Vielleicht ein Tor. Na komm. Die Chance nehmen wir uns nicht weg. Reiß dir den Arsch auf. Komm, hol dir die Kugel. Die müssen wir den scheiß Feierrückziehen, ey. Das hab ich ja auch schon mal angesprochen bei FIFA mit den scheiß Feierrückziehen hier. Dass sie das eingebaut haben, finde ich ein bisschen kacke. Bei Freunden, wenn man gegen Freunde spielt, offline oder so, da macht's ja Spaß, aber. Naja, im Let's Play, das ist schon ein bisschen nervig. Ne? Oh. Ja, wie gesagt, Feierrückzieher. Ja, sind nervig. Ja, das hab ich gerade gesehen. Scheiße, was war das denn? Elegant hat er den Ball verschmiert. Und macht sich darüber nicht lustig. Keine Ahnung, was hier wieder laber. Jetzt er kommt, sag gleich nein! Weit! Alter, komm, 2-0, das muss drin sein. 1-1 ist zu wenig. Hab ich gerade 1-0 gesagt, ich meine 1-1. Scheiße, 1-1 sogar. Ach, kacke. 2-1, 2-1, komm, erhol dir die Kugel. Es wird natürlich jetzt nicht einfacher werden. Ach, Alter, die beißen sich aber fest, Union, ey, das gibt's nicht, sind wie Zecken. Also nichts gegen Union, Union ist super, ne? Plus virtuell, meine ich, Schätze. Sonst eine coole Mannschaft. So, okay. Mehr. Saglik. Ah, fuck. Das war nicht gut. Ich wollte eigentlich nochmal rüberflanken. War aber vielleicht am Ende zu viel. Na, Mist. Zu verspielt wieder der Rätselhack. So hoch. Ah, jetzt gib mir die Google, Alter. Ich hab nur noch 5 Minuten. Also, das heißt ein paar Sekunden. Scheiße. Alter, ich will keine 1-1 gegen Union Berlin. Nein! Nein, komm, hol die Google. Kein Gegentor. Scheiße. 1-1 am Ende. Na super. War jetzt nicht zufriedenstellend, aber. Wir müssen damit leben, ne? Vor allem ihr müsst damit leben. Na gut, am Ende war es ein 1-1 Unentschieden, am Ende war es ein Unentschieden, ist doch egal. Nächste Woche greifen wir wieder an und dann heißt es wieder vielleicht ein Sieg, vielleicht ein Unentschieden, aber vielleicht auch eine Niederlage. So ist der Fußball. Okay, Freunde, aber ich denke mal, ich mache erstmal eine Aufnahmepause und oh, Levelaufstieg. Ach Mensch, guck mal an. So, ach du Scheiße, wir spielen gegen Fürth. Ach nö. Ach nö. Nicht gegen Fürth, welcher Platz sind die? Die sind Fünfter, wir sind. Ah ne, die sind Sechster, wir sind Siebter. Na gut, ist ein Nachbarduell. Na gut, Freunde, ich beende mal die Aufnahme und huste nochmal ganz kurz das Mikrofon, wie gesagt. Na gut, Freunde. Bis dahin. Tschüss.